Auf der Hypermotion 2017, da ist so einiges los und natürlich geht es auch um autonomes Fahren und ja, auch öffentliche Verkehrsmittel sind da ganz, ganz wichtig. Und ich sitze jetzt hier im EZ10 und da sitze ich mit den Berliner Verkehrsbetrieben, abgekürzt BVG, zu meiner Rechten, Ihrer Linken, der Leiter des Vorstandsstabes, Dr. Daniel Hesse, und zu meiner Linken, Ihrer Rechten, das ist ja also wirklich auch verwirrend, Heinrich Köhnen. Sie sind Projektleiter, wenn es um autonomes Fahren geht. So, jetzt sitzen wir hier natürlich in einem ganz besonderen Auto drin. Es geht um das autonome Fahren, macht natürlich auch Sinn auf der Hypermotion. Erzählen Sie mir ganz kurz, diese ganze Geschichte rund um das autonome Fahren, wie wichtig ist das denn inzwischen schon beim BVG? Also im Moment ist es erstmal tatsächlich eine Erfahrung, die wir dort sammeln. Das heißt, es ist ein Forschungsprojekt. Wir werden auf dem Campus der Charité, also auf zwei Campus, vier Fahrzeuge ausprobieren. Und da geht es erstmal darum festzustellen, funktionieren die Fahrzeuge so, wie wir uns das vorstellen? Werden sie von den Fahrgästen angenommen? Welche Probleme gibt es und was können wir daraus lernen? Und dann werden wir einfach schauen, wie wir dann die nächsten Schritte weitermachen können. Herr Köhnen, jetzt weiß ich, man muss diese Autos oder diese kleinen Busse erstmal tatsächlich auf Betriebsgeländen testen, weil es dort zu wenig Punkte gibt, die das Auto verwirren könnten. Deswegen Charité. Warum jetzt aber zwei verschiedene Fahrzeugtypen? Also das ist erstmal ein Thema, das einer aus rechtlichen Gründen, weil die Straßenzulassung für die Fahrzeuge noch fehlt, wo wir einen abgegrenzten Raum haben möchten, unter wo wir die Realbedingungen testen können. Wir haben erstmal zwei Standorte der Charité, wo wir erstmal der normale Pkw-Transport ist. Wir haben viel Fahrradverkehr, wir haben Fußgängerverkehr. Wir dürfen nicht vergessen, die Rettungswagen-Einsätze auch, die wichtig sind, die wir austesten müssen. Ja. Auf dem anderen Campus wiederum viel Lieferverkehr auch, also diese Besonderheiten, diese gewissen Anforderungen. Und wir bilden dort ab, also auf zwei Geländen, drei Linien, die wir abbilden mit dem autonomen Verkehr, wo wir testen wollen, wo stoßen wir an unsere Grenzen dann soweit oder die Technik heute noch an die Grenzen stößt. Wir allerdings auch schauen, inwieweit müssen wir unsere Prozesse, betrieblichen Prozesse verändern und inwieweit können bestätigt werden Ideen über neue Geschäftsmodelle. Und warum jetzt zwei verschiedene Anbieter? Weil Sie haben ja einmal den EZ10 und dann, glaube ich, noch ein anderes Modell. Genau, auf einem Gelände kommt dieser EZ10 zum Einsatz, auf dem anderen Gelände wird der Navia einmal zum Einsatz kommen. Wir wollen unterschiedliche Fahrzeuge, auch unterschiedliche Technologien austesten. Im Grunde genommen, vom Grundsatz her, sind die sich relativ ähnlich, auch wenn wir kleine Größenordnungen haben. Dieses Fahrzeug ist einschließlich Stehplätze für 12 Personen zugelassen. Der Navia ist für 15 Personen zugelassen. Der hier für 12? Ja, für 12. Ach ja. Nö, da sitzt man, ist aber dann auch voll, ne? Ja, also doch, das kann ich mir gut vorstellen, dass hier noch Stehplätze sind für 6 Personen. Ja. Wir drei sitzen auf der anderen Seite noch 3. Ja, 12 Personen ist. Im Fahrstuhl wird es enger. Also, ja, und man muss tatsächlich sagen, das habe ich ja eben schon gesagt, als ich mich hinsetzte, man sitzt wirklich extrem bequem. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also es ist schon so, ich glaube, das ist schon mal ein erstes Argument, diesen Bus ja auch zu nutzen. Jetzt interessiert mich aber natürlich auch, in Berlin ist wahrscheinlich die Verkehrssituation, auch gerade was die öffentlichen Verkehrsmittel anbelangt, ja auch eher kritisch zu betrachten, oder? Da würde autonomes Fahren und ein autonomes System doch auch extrem helfen. Also ich glaube, die Herausforderung ist erstmal auch die autonomen Systeme dahin zu bekommen, dass sie in dem sehr anspruchsvollen Verkehr mitschwimmen können. Also dieses Thema Mischverkehr ist wirklich eine ganz große Frage. Und dann müssen wir wirklich auch genau uns überlegen, wo diese Fahrzeuge Sinn machen im öffentlichen Nahverkehr, weil nicht einfach diese Fahrzeuge sinnvollerweise Busse ersetzen sollten. Also die Gefäßgröße, wie man ja bei uns so schön sagt, ist relativ überschaubar. Das heißt, ich würde natürlich jetzt nicht mehr Fahrgäste damit transportieren können als mit konventionellen Bussen oder mit U-Bahn oder mit Straßenbahnen. Also die Frage ist, wo kann ich solche Fahrzeuge einsetzen, wo wir vielleicht noch bisher kein Angebot haben. Und das ist das Spannende, was wir jetzt auch in dem Kontext weiter untersuchen werden. Also wo können wir unsere Angebote erweitern? Wo können diese Fahrzeuge fahren? Wo sind sie sozusagen alltagstauglich? Für das Projekt können wir auch so ein bisschen die Sorge vielleicht den Fahrgästen nehmen. Sie werden also nicht alleine gelassen, sondern in der ersten Projektphase werden natürlich auch, wird immer eine Begleitperson erstmal dabei sein, um sicherzustellen, dass alles so funktioniert, wie es sein sollte. Und dann erst im nächsten Schritt, wenn wir sozusagen ein bisschen mehr dem System oder diesen Fahrzeugen zutrauen, dann kommen die nächsten Schritte ohne Begleitung und dann muss man schauen, in welchem Umfeld kann man dann sich weiter
fortentwickeln. Haben Sie denn jetzt schon erste Ergebnisse oder geht die Testphase jetzt erst los? Nein, die Testphase beginnt erst. Wir werden im Januar anfangen mit Einmessen der Strecken am Charité-Gelände. Mhm. Wir werden mit Begleiter, so ist die Planung, mit Begleiter unterwegs sein ab März, April für mehrere Monate das begleiten. Und wenn diese Tests, also ausreichende Tests dann auch erfolgreich sind, dann werden wir erstmal auf Teilabschnitten und vielleicht auf einer gesamten Linie des Charité-Geländes dann auf den Begleiter im Fahrzeug verzichten. Allerdings ist ja auch hier eine Kameraüberwachung, also mit Außen- und Innenspiegel. Wir werden also eine Überwachung der Fahrzeuge weiterhin haben, aber im Verhältnis unter 1. Jetzt gibt es aber ja schon Tests mit dem EZ10 speziell. Das heißt, Sie können da ja Gott sei Dank schon auf ein paar Testergebnisse zurückgreifen. Gibt es da so spezielle Punkte, wo Sie sagen, ah, da hat es ein bisschen gehakt, das wollen wir anders machen oder da haben wir eine Idee, wie wir das vielleicht ein bisschen besser konfigurieren können oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also wir haben einen umfangreichen Austausch auch mit anderen Projekten. Mhm. Wo wir uns das angeschaut haben, in Sitten zum Beispiel. Das sind viele Erkenntnisse, wo wir nicht in dieselben Fehler reintappen wollen, das ist ganz klar. Das ist auch das ganz klare Abgrenzen zur Vertragsgestaltung. Wer macht welchen Service-Level in Eigenregie oder was von der Firma? Und welche Punkte auch nochmal, dass wir viel Ressourcen reinstecken in das Einmessen der Fahrzeuge und gerade diese Testreihe intensiver als ursprünglich geplant nochmal durchführen werden. Aber jetzt ist das ja schon gerade auf dem Betriebsgelände der Charité eine echte Herausforderung, weil wenn der Notarzteinsatz kommt und lalülala, also dann muss der Bus ja dann auch entsprechend reagieren. Das ist ja schon, also ich dachte immer so, normaler Straßenverkehr ist eine Herausforderung, aber wenn ich mir das jetzt überlege, ist schon ein hartes Programm für das Bus hier. Das ist extra anspruchsvoll, also nur im Kreis zu drehen, eine Kirmesbahn wollen wir ja nicht haben, ist eine anspruchsvolle Strecke, das muss ja, die Ergebnisse müssen adaptiert werden auf eine öffentliche Straßenbahn, wenn auch verkehrsberuhigte Zone. Mhm. Und machen wir uns nichts vor, wir werden am Anfang des Projektes nicht alle Situationen abbilden können, sondern da ist noch Entwicklungsbedarf und das werden wir gemeinsam mit dem Hersteller des Fahrzeugs, werden wir das eruieren können. Gewisse Situationen, Ausweichsysteme, Blaulichterkennung, Parkbucht, jeweils in welcher Situation, aber das haben wir auch, wenn wir selber ein Fahrzeug bedienen, es ist natürlich falsch, immer einfach anzustoppen, wenn er nicht vorbei kann. Es gibt auch Situationen, wo wir dem Fahrzeug klar machen müssen, auf diesem Streckenabschnitt, gib Gas, gib Gummi, um dann entsprechend Freiraum zu schaffen. So richtig Gummi kann er ja nicht geben. Wie schnell fährt er denn? Also maximal 45, aber der soll also auf dem Gelände eher um die 20 fahren. Und also von daher sollte er sich dann eher in der Geschwindigkeit eines normalen Radfahrers bewegen. Also keine Angst. Okay, jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass es schon verschiedene Tests gibt mit dem Fahrzeug, natürlich einmal vom Hersteller selber, aber auch von anderen Verkehrsbetrieben. Tauscht man sich untereinander aus? Genau, also das ist ein Punkt, den wir auch hier auf der Messe sehr schön finden, dass wir natürlich erstmal weiter Kontakte knüpfen können. Und wir haben durchaus vor, mit den anderen Verkehrsbetrieben zu diesen ganzen neuen Themen im Bereich Mobilität uns mehr auszutauschen. Also zum einen jetzt dieses Thema autonome Fahrzeuge, dann beschäftigt uns natürlich auch allgemein die Elektromobilität. Ja. Da sind sehr viele neue Ideen, die da überall ausgetestet werden. Und das ist natürlich sehr schön, dass alle ungefähr mit dem gleichen Stand gerade starten, parallel verschiedene Sachen ausprobieren. Und eigentlich wir voneinander nur lernen können. Und da ist eigentlich eine sehr große Offenheit. Wir haben zum Beispiel beim Thema Elektromobilität aus dem Interesse heraus der Verkehrsbetriebe eine Initiative gestartet, ursprünglich Hamburg und Berlin zusammen, sozusagen aus einer Beschaffungsinitiative herausgetrieben, ist es eigentlich eher eine E-Bus-Initiative geworden, wo wir uns austauschen in Arbeitsgruppen zum Thema, wie kann man die Infrastruktur geschickt gestalten, wie kann man die Fahrzeuge gut konfigurieren, wie kann man versuchen, Dokumente für Ausschreibungsprozesse einheitlich zu gestalten, um es allen Beteiligten einfacher zu machen. Wir wollen uns austauschen zu, wie wir die Betriebshöfe organisieren können. Und das sind alles Themen, wo wir sehen, die Fragen sind überall ähnlich. Und ich finde es sehr spannend, dass jetzt gerade auf diese neuen Themen auch viele Verkehrsbetriebe in den Austausch kommen. Das ist auch wichtig und auch genau richtig so. Jetzt hatten Sie vorher schon über Gefäßgröße ja auch gesprochen. Ne? Also jetzt haben wir gesagt, 12 Personen passen hier rein. Jetzt gibt es ja auch die Überlegungen dahingehend, dass man das so koordinieren kann, wenn man weiß, da stehen jetzt aber an der Haltestelle beispielsweise 25 Personen, dass man zwei Fahrzeuge miteinander koppeln kann, die dann quasi im Schwarm fahren, hintereinander her, sodass man eben genügend Platz hat für diejenigen, die mitfahren wollen.
Wird das vielleicht jetzt auch schon getestet oder ist das noch zu früh? Also, dass wir das in Berlin testen, wir müssen sagen, es gibt viele Lösungen und das ist auch, viele Lösungen sind optimal, sage ich mal, für City-Bereiche wie große Städte, für Berlin, Hamburg, München. Und viel ist aber auch Potenzial dann auch für Überlandverkehre, dann auch, die ja noch nicht diese Mobilitätsanbindung haben, wie sie in City-Bereichen sind. Mhm. Also das ist jetzt, finde ich, jetzt keinen Anwendungsfall jetzt für einen City-Bereich. Ja. Das ist aber auch ganz neue Technologie, die erst jetzt auf dem Markt ist, die sich jetzt präsentieren, auch zeitnah in Berlin präsentieren. Aber wo die Reise hingeht, die sind noch nicht autonom, die unterwegs, die Fahrzeuge. Zurzeit ist natürlich wichtig, dass neue Geschäftsmodelle und neue Technologien aber auf jeden Fall basieren auf Elektromobilität. Alles andere würde ja keinen Sinn machen. Was glauben Sie, Herr Dr. Hesse, wie steht Deutschland oder wie steht vielleicht auch Berlin da, wenn es um genau diese Themen geht? Einmal eben um die Elektromobilität im öffentlichen Verkehr, aber eben auch um autonome Angebote wie dieser EZ10 hier. Ja, das ist eine spannende Frage. Also das Fahrzeug hier, das kommt jetzt zum Beispiel nicht aus Deutschland. Da muss man einfach auch sagen, es gibt im Moment noch nicht so viel Wettbewerb im Markt, wie wir als Verkehrsbetriebe uns das vielleicht wünschen würden. Also Wettbewerb beflügelt natürlich auch das, was da draußen passiert, sowohl die Technologie als auch die Preise. Also dass das Ganze auch in einem mehr und mehr wirtschaftlichen Rahmen sich bewirkt. Da sehen wir zum einen, dass noch nicht genug Wettbewerb da ist und dann auch nicht unbedingt die deutschen Anbieter alle da sind, wo man sie vielleicht vermuten würde. Also es gibt sehr viel Technologie natürlich auch aus Asien. Und man muss schon sagen, wir als Standort, als Industriestandort Deutschland haben jetzt in den nächsten Jahren spannende Jahre vor uns, in denen hoffentlich die Unternehmen den Anschluss halten können. Das wünschen wir uns natürlich. Aber am Ende ist das natürlich eine Frage, wo man sagen muss, ja, der Beste wird gewinnen. Und da wissen wir noch nicht, können wir nicht sagen, dass es so aussieht, als wenn die Deutschen da ganz vorne mit dabei sind. Also wir drücken weiter die Daumen. Wir sind aber am Ende natürlich auch darauf angewiesen, dass wir gute Fahrzeuge für unsere Fahrgäste beschaffen. Mhm, und das ist für uns die Priorität. Also Startups spielen ja eine ganz, ganz wichtige Rolle und wir haben ja auch einige hier auf der Hypermotion. Und ich habe auf der IAA ein Startup-Unternehmen kennengelernt, die sich auch mit, mit der Ausstattung von diesen Bussen hier beschäftigt. Und da gibt es zum Beispiel Planungen dahingehend, wenn ein Fahrgast einsteigt, kann der Bus oder irgendein Monitor oder sowas, kann erkennen, also eine Kamera erkennt die Gesichtszüge und sagt dann, oh, Sie sehen heute Morgen aber frisch aus, sowas. Ja. Was, also wenn ich mir überlege, ich steige morgens in einen Bus ein und mache irgendwie so ein Gesicht und der Bus fragt mich, oh, haben Sie nicht gut geschlafen? Glauben Sie, dass sowas tatsächlich sich durchsetzen könnte? Also die Technologie, bin ich der Meinung, wird sich durchsetzen. Ja. Ob diese beschriebenen Anwendungsfälle nur das Nonplusultra sind, das mag ich zu bezweifeln. Aber es ist zum Thema E-Ticketing auch Erkennung. Ja. Weil wenn kein Begleiter ist, kein Fahrer ist, ist weniger noch keine Kontrolle mehr in den Fahrzeugen hinsichtlich der Tickets. Es ist aus Sicherheitsaspekten ohnehin. Und was Sie gerade geschildert haben, auch diese Start-up-Unternehmen, das ist natürlich auch für die Berliner Verkehrsbetriebe ein unheimliches Feld. Da sind wir viel mit unterwegs, auch mit neuen Geschäftsmodellen. Also wenn wir das Infralab haben, also das ist auch immer ein reger Austausch. Routinierte Unternehmen dann soweit auch immer mit den Start-ups, dass wir da auch einen zielgerichteten Austausch finden. Mhm. Das ist auch ganz wichtig. Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, hier gerade auch auf der Hypermotion, dass Sie das so schön finden, dass man sich untereinander austauscht. So grundsätzlich diese Idee, diese Hypermotion, diese vielen verschiedenen Module, die hier zusammengesetzt werden, wie empfinden Sie das? Ist ja eine ganz neue Messe, die es so noch nicht gab. Genau. Also war für uns auch eine spannende Frage, wie wird denn das hier, weil das Thema sehr breit gefächert ist. Also Sie hatten es schon gesagt, es gibt Startups, es gibt die lang etablierten Verkehrsbetriebe, es gibt Technologieanbieter. Wir müssen bisher sagen, es ist eine sehr spannende Mischung, also weil in diesem Thema natürlich überhaupt sehr über Grenzen hinweg gesprochen werden muss. Und wir haben schon viele interessante Gespräche geführt, viele interessante Kontakte hier auch machen können. Und müssen bisher sagen, dass das Konzept durchaus gut funktioniert, gerade auch in der Kombination mit den Veranstaltungen drumherum. Also ich denke, dass wir dann schon sagen können, dass es eigentlich ein positives Fazit hier zu ziehen gibt. Und das Fahrzeug wird auch gut angenommen, also ja, super. Wir sind zufrieden. Ja, ist doch gut. Also es soll ja die Messe im nächsten Jahr auch wieder geben. Sind Sie wieder dabei?
Ich vermute, dass wir dabei sind, das werden wir noch abstimmen. Auf jeden Fall kann ich auch nur bestätigen, was Herr Hesse gerade sagte. Diese Auftaktmesse war eine gute Werbung für Folgeveranstaltungen. Also absolut gelungen. Ja, genau. Dann erzählen Sie mir nächstes Jahr, wie die Testphase gelaufen ist. Wie lange wird die überhaupt sein? Die Testphase beginnt im Frühjahr nächsten Jahres und das Projekt endet am 30. April 2020. Ui. Aber dann sind wir ja quasi, nächstes Jahr soll wieder im November dann die Hypermotion stattfinden. Dann sprechen wir dann quasi über die ersten 8 Monate. Da sprechen wir dann über eine Umsetzungsphase, Übergangsphase, wo wir dann auf den Begleiter im Fahrzeug verzichten werden. Okay, da freue ich mich schon auf das Gespräch im nächsten Jahr und ich werde Sie vorher kontaktieren, dass Sie auch auf jeden Fall hier sind. Gerne. Und freue mich auf das Gespräch. Ihnen erst nochmal eine erfolgreiche Messe und vielen Dank, Herr Dr. Hesse, Herr Köhnen, für das spannende Gespräch.